und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, wie solche Süßwasserperlenketten mit Gliederkette hergestellt werden. Entweder Ketten oder Armbänder, einmal so wie hier. Es scheint, als wären die Perlen auf der Kette, sind natürlich gut mit eingearbeitet. Dafür brauchen wir 4 Zangen insgesamt, einen Clipper für den Draht, eine Crimp-Zange und 2 Flachzangen. Zur besseren Übersicht habe ich mir heute ein Perlensortierbrett geschnappt. Da habe ich einige Perlchen, natürlich die Süßwasserperlen, bereitgelegt, ein Stück Edelstahlkette. Heute machen wir alles in vergoldet, denn Gold ist immer noch die Farbe des Jahres. Übrigens, weil so viele gefragt haben, was wir für eine Kulisse haben, das ist hier direkt unser Laden in der Hamburger Europapassage. Und Hakan dreht nochmal eine Runde für euch. So, ich schneide meinen Süßwasserperlenstrang auf, damit ich die einzelnen Perlen verarbeiten kann. Den Faden kann man übrigens nicht verwenden, das ist ein reiner Transportfaden und die Basis für meinen Schmuckteil bildet ein nylonummantelter Schmuckdraht. Goldfarben, man sieht es nur ganz, ganz bisschen an diesen kleinen Enden, doch es soll ja perfekt sein. Also verbinde ich jetzt mein Stück Kette mit dem Schmuckdraht, ziehe durch die letzte Öse oder das letzte Kettenglied den Schmuckdraht durch. Eine kleine Quetschperle wird aufgezogen an ein Ende und das andere Ende wird auch durchgezogen. Wichtig dabei ist, dass man den Schmuckdraht nicht zu doll knickt, denn hat man einen richtig harten Knick, kommt man den nicht wieder heraus. Zieht die Schlaufe so klein, wie es nötig und möglich ist. Ein bisschen Luft sollte man beibehalten, sonst hängt das immer nachher beim Tragen. Jetzt kommt die Crimp-Zange zum Einsatz. Erst das Innere. Quasi die innere, ich hoffe, ihr seht das gut, das innere und dann das äußere. Crimp-Zange, also man crimpt, faltet sozusagen die Quetschperle und dann hält es optimal. Übrigens, am optimalsten halten echt silberne Quetschperlen. In unserem Fall sind es echt silbervergoldete Quetschperlen. Das Material ist sehr weich und kann den Draht so richtig gut umschmieden quasi, beziehungsweise sich richtig schön festpressen. Das kleine Drahtende wird relativ kurz gehalten, immer ungefähr ein bisschen weniger als die erste Perle. Süßwasserperlen sind immer sehr dünn gebohrt, deshalb fangen wir mit einer anderen Perle an, beziehungsweise mit meinen goldenen Miyuki-Perlen. Das sind eigentlich kleine Glasperlen in 3 mm, die echt vergoldet sind und dadurch halt die Vergoldung super gut halten und vor allem auch eine schöne Lochgröße haben. 1 bis 2 davon fädele ich für den Start auf und dann habt ihr noch die Möglichkeit, entweder direkt zu fädeln oder nutzt das Perlensortierbrett richtig aktiv, sprich, ich habe mir natürlich im Kopf schon einige Gedanken gemacht, allerdings ist es sehr hilfreich, wenn man sich einige Muster schon vorab legen kann und dann muss man nicht immer alles auf- und abfädeln. Das finde ich auch manchmal bei neuen Designs total wichtig, weil einzeln sehen die Perlen immer anders aus als im Zusammenhang. So, dann gucken wir mal eine grobe Zusammenstellung. Ich improvisiere immer gerne, das geht irgendwie mit Gefühl und Nachgefühl und dann bekomme ich persönlich auch immer das schönste Ergebnis.
Und zwar wird mein Schmuckteil vorn sein. Gucken wir mal wegen der Länge. Da ist der Draht ausgerutscht. So. Ich denke, es reicht mir an Länge. Ja, noch ein bisschen. So, die Kette habe ich übrigens auf 20 cm zugeschnitten vorab. Das ist eine gute halbe Kette. Die Chokerketten werden ja meistens etwas kürzer getragen. Das heißt, der Schmuckteil ist jetzt auch 20 cm lang. Also so 38 bis 40 cm würde ich dann immer empfehlen. Das Gute ist bei der Kette, das ist eine großgliedrige Kette, man kann es dann später auch hinten, egal wo, einhängen. So, zum Schluss des Drahtteils habe ich nochmal zwei Miyuki-Perlen, die etwas größer sind, eingearbeitet. Dann kommt die Quetschperle. Und dann kommt das andere Ende der Edelstahlkette. Wieder zurück durch die Quetschperle, quasi wie eben, nur andersherum. Einmal zurück durch die Quetschperle, natürlich auch durch die zwei Miyuki-Perlen, da wird nachher mein Endstück versteckt. Dann ziehen wir das vorsichtig wieder zusammen, dass es nicht allzu große Knicke gibt. Dabei darf der Schmuckteil nicht zu straff sein, am besten auch leicht im Bogen, damit er nachher am Hals nicht so starr ist. Viele denken bei Edelstahldraht, es ist dann starr am Hals, keineswegs. Es ist ja Nylon ummantelt und flexibel. Wenn man das nicht zu starr verarbeitet, dann hängt es wunderbar am Hals. So, jetzt habe ich die richtige Länge. Kleine Schlaufe ist wieder perfekt groß. Muss man nur darauf achten, dass man auch nur die Quetschperle quetscht. Sollten die Finger nicht in der Lage sein, das perfekt nachzuziehen, kann man das immer durch dieses Lösen und nochmal mit einer Zange, kann auch eine flache Zange sein, quasi alles schön kleiner machen. Also quetsche ich wieder erst im mittleren und mittleren Bogen und dann in der Außen. Nochmal Test. Und das Drahtende wird ganz nah mit dem Rücken der Zange abgeknipst. Jetzt wird der Verschluss hinten eingearbeitet. Dazu schaue ich mir die Mitte der Kette an, öffne die Kette mit einem, diese hier ist gelötet, normalerweise kann man auch Ketten einfach aufbiegen. Für den Verschluss brauche ich einmal den Karabiner, einmal einen kleinen Spaltring, das finde ich immer ganz nett als Abschluss und ein Verlängerungskettchen. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar eine kleine offene Öse. Da unsere Kette in diesem Beispiel gelötete Ringe hat, kann ich diese nicht öffnen, sondern muss sie mit einer offenen Öse nochmal mit dem Karabiner verbinden. Jetzt machen wir den Spaltring an die Kette und an das Verlängerungskettchen. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch mit den Fingern machen. Wir machen immer so einige Ketten, da haben wir uns eine schöne Spaltringzange zugelegt. Einmal die Kette verbinden und einmal das Verlängerungskettchen.
Jetzt kommt die andere Seite. Dazu ist es wichtig, wie man die Öse öffnet. Und zwar wird eine Öse nie nach außen aufgebogen, sondern zur Seite, damit die runde Form bzw. die ovale Form nicht verändert wird. Dann wird der Karabiner mit der Kette verbunden. Das kann man tatsächlich nicht mit den Fingern machen. Ösen sind natürlich aus Metall oder aus Edelstahl und dadurch sehr hart. Die Öse wird dann wieder einfach in die Ursprungsposition. Man sieht, die dockt perfekt an. Man könnte, falls man mit sehr zarten Ketten arbeitet, noch zusätzlich an der offenen Stelle einen kleinen Druck ausüben mit der Crimpzange, um einfach den allerletzten Millimeter Öffnung zu verschließen. Meine Süßwasserperlenkette ist fertig mit der Gliederkette. Es ist ein schöner, nahtloser Übergang. Optisch sieht es aus, als wären die Perlen auf der Kette. Und das ist meine Sommerkette. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns sehr freuen.